Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETH2-Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier immer noch in Albanien, um genau zu sein in Vlore. Und wir schauen einfach mal nach, wohin die Reise von hier geht. Die Auswahl ist ja mittlerweile, ja gut, ich wollte schon ganz sagen, gering geworden. Also, gut, wir haben eigentlich immer noch fast zwei Drittel der Städte, die wir befahren können. Aber es wird langsam, man muss langsam schon ein bisschen mehr aufpassen, wohin die Reise geht. Da waren wir glaube ich auch noch nicht. Nope, da waren wir noch nicht. Dann würde ich sagen, fahren wir Diesel. Wir haben echt gerade nur solche Sachen gerade hier, ne? Gut, auf der nächsten Seite geht es dann weiter mit anderen spannenden Sachen. Aber wir fahren einfach mal Diesel nach wohin auch immer. Wir werden es gleich sehen, wenn ich noch angenommen habe von 10P, wo wir gerade abgeliefert haben, nach ja, wie auch immer. Alluxion, Election, who knows? Ja. Sogar von 4 fahren wir aus und gar nicht von Raw. Das heißt, wir fahren von Raw nach 4 und dann rüber nach. Bosnien und Herzegowina. Schon ein bisschen schwer, gut, da war ja was. Ja, wird er da schon schaffen müssen. So langsam flattern auch die großen Aufträge wieder rein, die ein bisschen Geld bringen. Gut, es ist halt auch diese, ne? Das ist dann halt auch so, wo wir gucken einfach mal, wohin es geht. Ne? Wir sind ja neugierig. Ah, es geht nach Mostar. Alles klar, dann fahren wir nach Mostar. Oha, das wird hier witzig hier nach dem Grenzübertritt in. Nach Bosnien. Ach ja, doch, nach Bosnien. Also, Govina. Das wird spannend. Das heißt, wir fahren sogar durch Podgorica durch. Und wie gesagt, also ich glaube mittlerweile wirklich, dass es Split war und nicht Podgorica, was ich hier gezeigt bekommen hatte. Ja, fahren wir erstmal nach Tier. Sind ja auch nochmal 66 Kilometer. Dich zum Losfahren. Den wollen wir mal. Erst bei dem Motor aufrollen lassen. So, nach links rum, das heißt, da waren wir noch gar nicht. Im Grunde könnte ich auch eigentlich so wie Lavan es in den letzten zumindest veröffentlichten ETS2-Videos gemacht hat, die sind ja jetzt auch schon die sind ja auch schon 3 Monate alt, könnte ich prinzipiell ja auch mit Dings fahren, mit ohne Navi haben wir ja drin, dann sieht man auch ein bisschen mehr und ab und zu kann ich da wieder reinschalten. So, wenn wir mit 40 den Kreisverkehr, boah, den kann man gut mit 40 nehmen. Okay, Tirana ist hier, alles klar. Mein Fehler. Ich dachte, biegt ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Was hier los ist. Oder, ja gut, ist wahrscheinlich Tirana, oder? Oder ist Tirana und Tier was unterschiedliches? Kann natürlich auch sein. Aber nur auf 60. Und dann nur auf 80. Ich weiß gar nicht, bin ich schon mal Diesel gefahren? Also, ich frage mich jetzt, ob ich allgemein schon mal Diesel gefahren bin. Weil doch, dieses bin ich safe schon mal gefahren. Aber ich auf diesem Profil doch gar nicht. Aber sehr, sehr lange her. Also normalerweise hat man ja gefühlt immer nur leere Paletten. 30% der Ladung sind leere Paletten. Der Rest dann 2% irgendein anderer Kram.
Abbiegen, Ausfahrt rechts. Jetzt was zu trinken ist keine gute Idee. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Immer diese quietschenden Reifen. Bitte rechts halten. Ach, es ist so schön mit dem mit den Bergen und den Häusern in den Bergen. Da kann man sich einfach nicht dran satt sehen. Demnächst links abbiegen. Demnächst noch nicht jetzt. Ich brauche gar nicht blinken. Biege nach links ab. Ich glaube sogar Tirana und hier sind unterschiedliche Sachen. Erst auf dem Valentier. 19 von 30 Road to the Adriatics. Ach, wie ein cooler Baum, der hier einfach so reinragt. Halb abgestorben, halb nicht abgestorben. Auch wieder schön mit so einer Kartentafel. Kann man das so nennen? Infotafel ist ja nicht wirklich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Also schon irgendwie schon, aber. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Zumindest nicht so infotafelmäßig, wie ich es immer meinte. Eine gewisse Info ist ja da, ne? Also die geografische Lage. Das ist hier ja jetzt erst, dass der Truck am Wackeln ist. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich dachte, ich hatte schon mal so ein 1 zu 1000 Truck oder so im Cockpit, aber mir ist nie aufgefallen, dass der wackelt, das Cockpit. Beziehungsweise das Fahrerhaus. Ist ja auch diese andere Wackeldackel. Jetzt kann ich aber einen Schluck trinken. Oder auch nicht, ich gehe wieder schneller voran. Irgendwie, es hat so zum Teil so ein bisschen so ein Feeling wie Toskana. So ein bisschen. Oder halt so ein bisschen wie Spanien in den Bergen, aber es ist halt super nice hier an der Adria. Ja, dem drei haben auch das Gefühl, man wäre an der Adria. Ich weiß, du fragst mich, woher das kommt. Sag mal, immer noch 28 Kilometer, also gefühlt kommen es einem die 66 Kilometer vor wie 200. Was einfach auch nur so langsam vorangeht. Aber da immer schön durch kleine Städte und Dörfchen durch. Demnächst links abbiegen. Und dann geht es jetzt, glaube ich, Richtung. Nee, doch nicht, okay. Biege nach links ab. Irgendwie aber schon. Oder auch nicht. Das sah erst ein bisschen schaubig aus hier. Das ist echt dunkel, schon weiter Weg. Ich habe wahrscheinlich so ein kleines Lagerörtchen
für Treibstoffe oder Gase, wer weiß ja schon. Aber ich schätze mir Treibstoffe. Oder meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Verarbeitete Treibstoffe. Oha. Man könnte meinen, hier ist schwarzes Gold. Schwarzes Metall ist hier auf alle Fälle. Und dann geht's jetzt zu CNP. Oh, 30. Das kann man überraschen, ne? Da haben wir so einen Viewpunkt, okay. Komm, wenn wir schon mal hier sind, dann biegen wir nochmal vorher ab und gucken uns das Ganze an. Okay, lass uns eine neue Route finden. Dann wissen wir auch, wo wir gerade sind, bei welchen Feldern. Die Ölfelder bei 4, okay. Ja, super. Das hätte ich auch so sagen können. Aber finde ich auch gut, dass hier immer nur solche. Okay, nur. Vor allem immer und nur. Da war erst. Enten. Dezent abgelenkt. Wir haben es jetzt von nur zwei Schwachsen mit Schweider gesehen, aber bisher nur. Wir haben den dritten gesehen, bisher nur dementsprechend. Tag auf die Gar. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Aber wahrscheinlich sind da auch. Irgendwelche Benzinkanister oder sowas drin. Oder Ölfässer. Könnte ich mir vorstellen. Oder halt Teile, die man für die Instandhaltung braucht. Oder Pumpen. Generatoren, Transformator. Da müssen wir schon gleich hin. Sind das Cops oder ist das eine Patrouille? Könnte ja prinzipiell beides sein. Ach. Sowohl Security für das Gelände von CNP. Und umzu, als auch eine Kopfstreife, die hier durchfährt. Okay, jetzt muss ich links abbiegen. Ich wäre beinahe hier noch abgebogen. Ich wäre beinahe da angefahren. Ich habe mich schon geistig drauf vorbereitet. Okay, da vorne müssen wir lang. Am Häuschen ohne Schranke vorbei. Mit einer Waage sogar, also beziehungsweise mit so, ne, Platten zum Wiegen der Achsen. Das war knapp. Wahrscheinlich hätte ich auch links dann konnt. Aber gut, wir sind ja noch
ohne Anhänger. Ja, ich hätte da links gemusst, super. Ein bisschen elevated. Interessant. Ich würde auch sogar sagen, weil es uneben war. Auf der anderen Seite war es ein bisschen höher. Da wollen wir mal ankuppeln. Auf der ADR-Klasse. Zwei sein, ne? Im rechten Sinne. Was haben wir jetzt hier? Okay, noch rückwärts dann. Ja, Moment. Ach, Landstraßen. Aber natürlich. Dann wollen wir mal die 510 Kilometer. Ich muss nochmal pennen, oder? Ja, wir müssen hier raus. Ja, safe pennen. Vor allem, weil es eh nochmal langsamer vorangeht. Die erste Strecke hier. Es wirkt zumindest sehr stark für mich, dass es eine vage Platte ist. Biege nach rechts ab. Ja, ja, ich bin so schnell, ich weiß. Bisschen ungünstig, dass wir auch so eine lange Strecke jetzt haben, die wir nur so langsam fahren, also mit 60 und so. Und dann wieder Ortschaften und so. Einfach aus dem Grund, weil ich bisher noch nicht gekommen bin. Das Video, was eigentlich für mich heute rauskommen soll, zu editieren und so weiter, aber prinzipiell sollte das eigentlich nicht so lange dauern mit Rendern und Hochladen. Demnächst rechts abbiegen. Es ist ja zumindest nicht so lang. So etwas. Ja, ist ja gut, Mensch. Wahrscheinlich so auf ungefähr 40 Minuten rauskommen. Das sollte nicht noch dicke Zeit sein, aber ja. Hoch auf 60. Wir wollten nicht ausreißen. Man weiß ja nie, wie lange YouTube zum Verarbeiten braucht. Ja, man merkt 449 PS. Der DAF erkämpft. Gesehen, könnte ich aber eigentlich auch eine Pause einlegen, also so was das Dingsen jetzt betrifft, was das Aufnehmen betrifft. Denn ich habe jetzt einfach mal aufgenommen, aber ich nehme jetzt gerade einfach mal auf mit, ja gut, ich wollte gerade sagen Streamlabs OBS, aber das heißt ja mittlerweile irgendwie Streamlabs Desktop, nicht mehr OBS die App.
Von da muss ich ja nicht wieder zwischendurch dann. Oh Gott. Wobei, ne, muss auch nicht mehr besser. Dann habe ich das zumindest schon mal fertig, dann muss ich noch bearbeiten. Ich muss vielleicht noch mal montieren, was das Mostar, das eigentlich vergessen hat, ich Mostar aufschreibe. Dass wir bereits in Mostar waren und nicht mehr nach Mostar fahren können, auch wenn wir von Mostar nicht nach Mostar fahren. Oh, ich bin zu schnell. Wenn man sowieso nicht schnell fahren darf und zu schnell fährt. Schön so mit der Skyline im Hintergrund. Vor allem der weit gestreckten Skyline. Dann haben wir 2800 Kilometer mit dem neuen DAF bezwungen. Ich bremse da gerade ab. Den Kreisverkehr Richtung Flora nehmen wir lieber mit 30. Wenn wir den links vorgegen knallen, werden wir hochexplosive Fracht geladen. Nimm diese Ausfahrt. Ganz schön clean aus. Ich mag einfach die Fahrzeuge hier. Ja, schon nice, so die Varietät der Fahrzeuge. Sehr leicht getunten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Selbes Prozedere wie gerade auch. Wieder so ein engerer Kreisverkehr. Also ein schon Kreisverkehr drin, ne? Ein paar Minuten gefühlt. Nimm diese Ausfahrt. Was sagt denn der Tank? Der Tank sagt, alles gut. Oh, 50. Dann sind wir gleich auch wieder auf der Autobahn und dann geht es auch ein bisschen flatter voran. Mensch, der Rückwärter kam mir ja gar nicht so lang vor. Also so wirklich gar nicht lang vor vom Gefühl, da sind wir rückweg in 2 Minuten gefallen, hinweg in 20. Biege nach rechts ab. Wie das halt immer so ist, ne? Auf die 60 hochbeschleunigen, wenn wir gleich wieder. Nee. Muss nicht sein. Vor allem, weil es eine 40-Grad-Kurve. Ach, 40 Grad. Eine 40. Eine Kurve für 40 Kilometer ist. Also, fette. Kreisverkehr. Aber doch schon 40 Stunden. Kilometer. Natürlich. Diese Ausfahrt.
Kann das sein, dass wir schneller sind als die auf der Autobahn sind? Und wir bergauf fahren. Ich habe Fragen, viele Fragen. Aber okay. Jetzt sehen sie ein bisschen davon, aber auch nur ein bisschen. Gleich glaube ich nicht mehr. Es wäre ja schön, wenn sie weiter wegziehen, also weiter mit dem Tempo mithalten, aber können wir nur hinter den herfahren und nicht ein Elefantenrennen hier machen. Na komm, überhol. Ich glaube, wir dürfen hier nur 80 fahren, diesen Abschnitt. Beziehungsweise allgemein in Albanien. Ja, okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Bis zur nächsten plötzlichen 60-Kilometer-Beschränkung. Kannst du mich jetzt sehen, dass er jetzt davon zieht, obwohl er die Außenlinie hat, die Außenspur. Kopf an Kopf rennen. Mir gefällt nicht, was ich da vorne sehe. Bei Kreisverkehr wahrscheinlich. Sieht die zumindest aus. Ja, der ist ja noch normal. Ja, Kreisverkehr. Noch 80, gleich runter auf 60. Runter auf 40. Steht bei 40? Ja. Jetzt sogar bei 35. Kommt da was? Nope. Bitte rechts halten. Kratzen den Bordstein. Nimm diese Ausfahrt. Was ist das denn für ein Schmutzmanöver? Hab ich auch noch nicht gesehen, in der ETS2. Junge. Also, dass ich noch keinen Unfall gebaut habe in dieser Fahrt, ist echt ein Wunder. Chancen gab es genügend. So, wieder an Duresh vorbei. Auch allein diese Vorbeifahrt ist auch schon schön, finde ich. Was passiert da vorne? Runter aus 60 passiert hier vorne. Ah, okay. Durch. I remember. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwie habe ich mir jetzt gerade, warum auch immer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, da wir jetzt der Diesel hier durchfahren. Einfach durch den mittleren Ortskern.
und es einfach schön sonnig und Palmen sind. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass es irgendwie in der Nähe von Valencia war. Es war, glaube ich, auch gar nicht wirklich Treibstoff und irgendeine Chemikalie. Kann auch ganz woanders gewesen sein. War es in Italien? Gerade weiß ich nicht mehr. Wo es einfach ein riesen Unglück gab. War denn das nochmal? Ich weiß auf jeden Fall, dass es Explosionen gab, also eine Explosion gab und ja. Schöner sonniger Tag. Und ich meine sogar nicht nur Leute, die halt in der Nähe waren, gebrannt haben oder die Kleidung abgebrannt ist, sondern auch ein paar Kilometer weg am Strand. Das waren die falschen Knöpfe. So, 40. Ja, ich weiß eigentlich nicht mehr, wo es war. Ich meine, das war irgendwo in Spanien. Ach, schön, mit dem Blick auf die Stadt. Von oben herab. Bisschen geradeausfahrt, da kann man wieder was einen Schluck trinken. Wieder runter auf 60, oder? Na, noch nicht, aber es kommt noch. Hier war ja das Spiel mit 80, 60, 80, 60, 80, 60. Schon aufs Achtungsschild achten. Oh, 50 sogar nur. 40. Es war nicht mal die 80, 60, 80, 60, 80 Stelle. Es war sogar noch schlimmer. Dass hier die Brücken gekennzeichnet sind. Ach, wir sind jetzt bei Tirana, okay. Tirana. Dann aber Tirane, oder? Was da Richtung Tier war. Ich meine es zumindest sogar so gewesen ist. Kreisverkehr. Ich bin wieder runter auf 35 gewesen. Stoppschild sogar. Ein Fußgängerüberweg, wo wollen die denn hin? Die müssen sich dann ja richtig hier ranquetschen. Okay. Ich weiß nicht, wo sie sich ranquetschen, aber. Es ist verdammt eng. Hier wieder ein Bildchen, eine Kamerafahrt. Demnächst rechts abbiegen. Kommen wir da dran? Oder nicht? Im Kreisverkehr am Parken. Läuft. Ja, okay, komm. Wir schauen uns an, was wir hier haben. Wir haben hier Tirana. Welche Überraschung. Ist natürlich auch schön, dass jetzt einfach vor solchen so einem Apartment-Komplex einfach stehe direkt neben dem Hotel. Ein kleiner Funken und Boom.
Mein Ding hat sich festgefahren an den parkenden Autos, läuft. Das war ein paar parkenden Taxen. Ist einfach schön. Aber ich mag ja schon echt die Kamerafahrten so. Von den Aussichtspunkten. Oder so. Wie war nochmal die Bezeichnung dafür? Ich muss aus dem Dreh. Ah, das sah ja schon schön aus. Mit dem Truck dann im Hintergrund. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. 30er Kreisverkehr. Müllabfuhr, erste Ausfahrt natürlich. Tanken muss ich nicht. Es wäre aber ein super Spot zum Tanken für den LKW. Einfach anzufahren. Vor allem, wenn man aus der Richtung kommt, wo wir herkamen. Spannend mit dem Bahnübergang. Mit dem Fußgänger bewegen, mit Ampeln. Vor allem mit den Ampeln. Mit einem beampelten Zebrascheiben. Ist meine Brücke, weil wir selber drüber fahren. Schick, schick, schick. Ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, dass es echt von der Aufnahme her noch ein bisschen zu früh war. Zu früh nach dem Ausstehen. Wir verlassen Tirana und fahren jetzt Richtung Nebu. Das sind jetzt aus Tirana raus in Kemal Schrein, oder? Von Kemal. Müsste ja so. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Hä? 30? Wo, wie und seit wann? Gute Idee, schon mal links einzufädeln. Okay. Dann geht das gleich ein bisschen voran. Eigentlich muss ich auch noch in der Garage, auch wenn es nicht notwendig ist, mit den Schnellreisen. Das ist halt wirklich überhaupt nicht notwendig mehr. Also, die Garagen zu kaufen zum Reisen. Es sei denn, muss man halt ein bisschen mal zahlen, so ist es nicht, aber. Prinzipiell ist es nicht notwendig. Warum fahren wir langsamer als 30? Erstmal vor den 50 ausbremsen. Beziehungsweise kurz antäuschen zum Brake-Check. Aber ich muss ja sagen, was mir echt sehr gut an dem Westbalkan-Event, DLC gefällt. Es waren so viele kleine,
so viele Durchfahrten durch kleine Städte und Dörfer hat. Super Aktion von dir. Und dann natürlich auch noch die Häuser in den Bergen. Also das ist echt traumhaft schön. Kann man sich kaum aufs Fahren konzentrieren. Der Straßenverkauf. Erste Ausfahrt nehmen. Was ist das für ein Geräusch war? Nimm diese Ausfahrt. Wie weit haben wir es noch und wie lange kann ich noch fahren? 22 Kilometer. Ja, ich würde sagen, wenn wir anfangen zu gehen, dann können wir uns aus Ruhe hauen. Damit wir auf jeden Fall ein bisschen Tagesfahrt haben. Jetzt runter auf 40, wir sind auf der... Deswegen runter auf 40. Wenn wir eine Baustelle haben. Gut, dass ich das Baustellenschild nicht gesehen habe. Das wird nicht gebaut. Interessant. Einfach nur eine Fahrbahnverengung. Oh. Nice. Weil wir sind auf der Landstraße, ich darf nicht schneller. Da immer dem Schaden im Flugzeug. Das ist wohl eine für eine Fesselsanlage da oben war oder ist. Da wollte ich jetzt gerne Kamerafahrt haben. Oha. Ja, man merkt so teilweise echt noch hier so die schönen. Oh Gott, Bildstreifen. So ein bisschen so das. Ja, oh mein Gott. Nimm diese Ausfahrt. Super. Erstmal fast auf die Seite gelegt. Ja, das ist offenbar auch in, ja, im Mittelalter wahrscheinlich hier auch schon bewohnt war mit Festungen. Nimm diese Ausfahrt. Oh.
aufgrund der kurzen Lecks da vorne oder der härteren Lecks, dass ich kaum mich auf die aufs Lenken wirklich einstellen konnte. Und sich das passiert also den Moment, nee, was war das andere nochmal? Ja, dass ich dadurch den Satz nicht beenden konnte, was ich sagen wollte mit der Festung. Oh Gott, hab ich dann eventuell ein bisschen zu wenig ausgeholt und hab dann halt hinten, ja, ein paar Räder in die Luft heben lassen. 40. Dass wir kein Leben drin fahren. Nimm diese Ausfahrt. Die würden sich auch darüber beschweren, dass wahrscheinlich Gas gegeben wird, wie abgebremst wird. Für diesen Abschnitt zum nächsten Grenzverkehr beschleunige ich nicht. Ich weigere mich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Wieder hängen geblieben, diesmal wegen des zweite Ausfahrt, es gibt doch nur eine. Ausfahrt. Weil das ist die zweite. In den Sonnenuntergang hinein und gleich geht's endlich auf die Bahn. Oder auch nicht. Wir fahren nämlich durch Puerto Rico durch. Zu früh gefreut. Da war ich schon bei über 30.000. Ach, 30.000, genau. Über 3.000 Kilometer mit dem DAF. Kreisverkehr, dann kann ich eigentlich auch schon mit 50 fahren. Zweite Ausfahrt nehmen. Das heißt mit 40. Nimm diese Ausfahrt. Passt ja nicht viel. Kurz Beschleunigung zum Grenzübertritt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Das ist doch schön. Oh, hier vorne sogar schon. War das verboten? Ah. Macht Sinn. Da sollte ich halten. Alles nur eine gute Fahrt, sehr schön. Ich
mich echt, ob es mal irgendwas nicht normal sein kann. Ihr könnt die Schranken auch gerne hochmachen. Hallo? Ach, du bist schon oben. Gar nicht gesehen. Man hätte hier prinzipiell eine Waage. Ich fahre einfach mal drüber. Ich will mal wissen, was passiert. Route neu berechnen. Ihr Gesamtgewicht beträgt 39 Tonnen. Sie können weiterfahren. Nice. Das funktioniert also auch. Oh Gott. Das war eine gute Idee, jetzt komme ich nicht raus. Das heißt, prinzipiell gesehen könnte das ja sein, dass man dann mal, was dann heißt, bitte fahren Sie über die Waage. Schätze ich mal. Also das sind wir jetzt nicht implementiert. Aber auch irgendwo wollte ich mir hier dann eine Garage kaufen. Das war nicht wirklich vonnöten, aber man braucht ja irgendwann den Platz. Und ich glaube, da geht gerade schon ein bisschen aus. Wobei, Garage kann man noch aufwerten, die wir schon haben, aber das kann man ja immer noch mal machen. Und wir erreichen Podgorica. Wir sehen davon gar nicht so viel. Vielleicht. Na, wir fahren nicht zum Center, sondern wir fahren. Nicht zum Center halt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ich wollte nicht, dass man mich wieder überholt im Kreisverkehr. Ach ja, Europa, das Land der Kreisverkehre. Der Kontinent der Kreisverkehre. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Super. Ist ja gut, ich nehme ja keinen Schluck. Ja, praktisch. Ein Kreisverkehr bringt dir hinter eine Ampel. Noch mal ein bisschen Kreisverkehr. Immer geradeaus.
Vorhin haben wir, glaube ich, eine Tanke. Kann man da pennen? Wenn ja, würde ich es tun. Zweite Ausfahrt nehmen. Dann haben wir das hinter uns, dann haben wir... Es ist circa... 6 Uhr. Schätzungsweise. Wir haben 2.33 Uhr. Ne, wir haben 21 Uhr. 22. Ja, dann haben wir es vielleicht 4. Erste Ausfahrt oder 5. Nimm diese Ausfahrt. Müsste ich eigentlich auch ein Schlafplatz sein. Da steht sich der Werkstatt mit dabei. Ohne Tanke hinten dran. Wobei die Tanke nur eine Tanke ist und keine Tanke mit Schlafmöglichkeit. Ja, ich würde sagen, wir schlafen dann hier vorne. Aber das sieht doch aus, als ob es auf der Tanke auch möglich ist, wenn ich mir so die Korde anschaue. Mit der Mercedes-Benz-Truck-Dealer. Oder ist es noch von auf dem Mercedes-Gelände? Nee. Das sieht mir nach hier aus. Sagen wir schon mal einen für morgen. Und legen uns hin, gucken wir kurz aus, wie das aussieht. Ja, schlafen mal. Ach, sogar 6 Uhr. Oder 7 Uhr, besser gesagt, fast. Wollen wir mal weiter, würde ich sagen. Tanken muss ich nicht. 175 Kilometer noch. Bis wir schon wieder vergessen, wo wir hin mussten. Mostar war das gewesen, meine ich. Kommt das hin? Ja, es kommt hin. So, den Tempomat einstellen, damit ich nicht die ganze Zeit. Oh, wir fahren sogar an Nixisch. Sitz durch. Ach, ist das schön, den Häusern im Tal. In den Bergen. Das, der Abschnitt, der wird ja im neuen Update einfach ultra krass. Den Verschleiß provozieren. Offenbar den Nixwitch 20 von 30 Road to the Adriatics. Raum 70. Oh. Toll. Gefällt mir. Oh. Wir driften ein wenig ab. Aber die Felsen überall und ach, ist das herrlich. Einfach nur nice. Biege
biege nach rechts ab. Nice. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Richtung Euro-Goodies. Okay, wenn der abbiegt, dann kann ich auch fahren. Mit 50 wieder. Das war mit dem Trailer jetzt nicht ganz so clean wie der eine weiße Renault mit dem weißen Trailer. Euro-Goodies. Das neue Euro-Goodies. Und dann fahren wir wieder die Berge hinauf. Wenn wir 70 fahren dürfen, dürfen wir auch 70 fahren? Ja. Das ist ja sehr freundlich. Kommt eh nicht auf 74. Okay. Kommt dann eine Maut oder war da mal eine Maut? Grenzposten, whatever. Ja, ich würde sagen, es dauert noch ein bisschen, wenn wir weiter hin bergauf fahren. Oh Gott. Unterschalten. Wir halten den Verkehr auf, aber ich kann nichts dafür. Mehr Power geht da leider nicht. Das ist ja auch schön hier. Auch so schön ruhig, wenn wir nicht da sind. Ich bin echt froh, dass wir noch auch hier noch auf der 1,48 irgendwas 500 sind. Ne, ich jetzt wollen nicht schon auf der 1,49 wie ein ATS. Das wäre hier anders RIP. Das war gerade die Auffahrt, jetzt fahren wir bergab die Serpentinen. Ach du Heilige. Das wird nicht nur schön aussehen, das wird halt nochmal witzig. Und wir fahren in Bosnien-Herzegowina rein.
Und dann muss ich die Röntgenhalle wahrscheinlich. Würde ich mal behaupten. Werden wir gleich sehen. Die Meldung muss aber schnell kommen. Alles in Ordnung. Wir müssen nicht rein. Wir fahren eine Röntgenhalle vorbei. Es geht direkt. Ach du Mini. Wow. Ich frage mich, wann das letzte Mal war, wo ich so viele Fotos gemacht habe. Auf einer Fahrt. Was? Sogar nur 20? Ja, okay. In Ordnung. Dann halt nur 20. Wahrscheinlich für den kurzen Abschnitt jetzt 40 und danach wieder runter auf 20. Ich bleib bei den 30. Die reichen mir dicke. Zum Glück fahren wir nicht den Berg die Serpentin hinauf. Wir würden uns dann 20 Kilometer Entfernung schon hören. Wenn wir noch eine Stunde entfernt sind. Na, ich glaube, ein bisschen schneller kann man schon fahren. Fährt durch den Tunnel durch. Und dann kann ich es mal wieder ein bisschen beschleunigen auf 50. Sollten wir nächstes Mal darauf achten, wenn wir wieder so hochmotorig fahren, wie hoch dann hier der Verbrauch geht. Falsche Richtung. Wieder hoch auf 50. Da hätten wir wahrscheinlich wieder runter auf 40. Oh, oh. Was sehen wir denn meine Augen da rechts? Links. Auch wenn eine kleine... Oh. Langsam wird es noch schöner, also so in den Schnitt. Da schneller fahren. Was haben wir vorne? Baustelle, Unfall. Unfall.
Autounfall. Da vorne wird es auch noch recht witzig oder auch nicht so ganz, wie ich dachte. Doch schon. Ich will selber abbremsen. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Auch schön hier. Biege nach links ab. Ich weiß nicht, was kommt. Da kommt was. Der sieht aber auch gut aus. Das ist braun, stimme ich mit dem Trailer. Hallo, danke. Oh, wir sind auch schon gleich beim Monster. Nur noch weniger als 30 Kilometer. Und dann sind wir bei Aluxion. Ich kann einfach nicht anders, als dass ich mit Französisch aussprechen. Oder es im Kopf zu haben, als würde es Französisch ausgesprochen werden müssen. Oh, toll, wieder mit den Päusen in den... Ach, es ist... Ich wiederhole mich gefühlt in jeder Kurve. Aber es ist einfach wunderschön. Mit dem langgezogenen Kirchturm bekomme ich wieder Lust auf Foundation. Links. Oh Gott. Dann rechts abbiegen. Ich habe gedacht, über die Tanke rüberfahren können. So ist es nicht, aber. Biege nach rechts ab. Vor allem mal nicht übertreiben. Auf mal den Monster. 21 von 30 Städte haben wir schon. Sind wir schon durchgefahren oder haben wir irgendwie getriggert, dass wir es freischalten? Aufdecken, wie auch immer. Lässt uns alles klar. Na, was wird es hier wohl sein, was man hier fotografieren soll? Monster wahrscheinlich, vielleicht. Boah, das, was jetzt sicherlich kommt. Ja, schauen wir es uns einfach mal gemeinsam an. Da
Alte Brücke von Mostar soll man hier fotografieren. Sieht auch schön aus. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Kurs darf schon ein bisschen Gas geben. Wir waren wahrscheinlich gerade eben die ganze Zeit bei 130. Biege nach links ab. Liter pro 100 Kilometer. Oder pro Kilometer sogar nur. Oder pro Stunde? Ja. Alluxion Metal Solution. Ja, die können auch Sprit gebrauchen. Gutes Terminal hier. Muss ich hier ein helllicher Schlanke muss? Es wahrscheinlich. Nee, erst hier. Ist der gerade backup? Oder wirkte das nur so, weil ich gerade in dem Moment auch abgebremst habe? Dann wollen wir mal die Ladung abladen und gut Cash verdienen mit dem Diesel, den wir transportiert haben. Ausgezeichnet Diesel von 4 nach Mostar geliefert. Gefahrene Strecke 578 Kilometer. Habe ich nicht gerade irgendwie noch Tier gesagt, anstatt 4. Eineinhalb Stunden hat es gedauert. Kann ich mir gut vorstellen. 261 Liter Verbrauch, 159 ETS, 2 World of Trucks Auftrag war dies gewesen, 24.000 Euro gab es dafür und 58 Erfahrungspunkte. Da wollte ich nicht draufdrücken. Vielleicht markieren das Mostar. Nicht mehr für sie zählt. Und dann fahren wir kurz im nächstgelegenen Schlafplatz. Und dann beende ich die Folge, beziehungsweise dann geht die Fahrt im nächsten Video weiter. Okay, und das war nur, weil ich abgebremst habe. Es kam einfach nur so vor. Wahrscheinlich muss ich kurz. Hier kann man schlafen. Ich muss sogar zweimal schlafen dann. Ernsthaft. Ist ja Millimeterarbeit gerade. Ja, ich befürchte, wir stehen nicht gut. Ich befürchte, wir sollten hier links daneben stehen. Falls man hier nehmen muss. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Cruising the Balkans Event-Video hier in Eurotruck Simulator 2 wieder. Tschüss!